Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 1. Ich bin's wieder, euer Heisenbär. Und ihr seht, wir sind immer noch in Damaskus zum zweiten Mal jetzt. Wir machen hier schon unser zweites Attentat. Jetzt haben wir hier erst noch einen Adler. Im letzten Part war ich verwundert, weil hier gar nichts angezeigt wurde, aber wir mussten erst den ersten Turm finden, damit uns hier ein Aussichtsturm angezeigt wurde. So, und jetzt können wir die wieder abgrasen und dann nach Informationen suchen, die uns dann zu unserem Ziel führen. Oh, nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nicht. So. Flehe euch an. Ich bitte euch. Nur wir müssen schneller als die Bettler laufen, sonst stören die nur. Da geht's hoch. König und sein Heer von Ungläubigen. Kommen wir da hoch. Nee. Gegen den Willen Gottes. Und dafür müssen sie zahlen. Wo immer sie reiten. Oh Gott, da sind so viele im Weg. Hier gehen wir hoch. Nein, nicht in den Heuwagen rein. Das wollte ich, genau. Okay. Hier kurz. So. Oh. Wieso nicht? Jetzt komme ich hier nicht hoch. Jetzt muss ich erst zu der Fliese. Und jetzt aber. Oh Gott, der schießt schon auf mich. Ah, ich muss ihn anvisieren. Jetzt haben wir's. Und wir haben auch schon wieder unsere Ruhe. Ab zum Turm. Schauen, was es hier für uns gibt. Messerdiebstahl. Da wird uns gerade eingeblendet, dass wir zu den dicken Typen gehen können. Und da können wir uns Messer klauen. Hui. So, Alter, hier. Mach mal ein bisschen den Speed-Mode an. Damit wir ein bisschen schneller hochkommen. Jetzt dürfen wir wieder rumgehen. Da ist eine Fliese, die uns hilft. So. Gott sei Dank haben die immer so viele Verzierungen an ihren Häusern. Hier noch hoch. Der Turm ist auch schon wieder höher, ne? Es geht schon ganz schön weit drauf hier. Alter, ihr müsstet doch solche Arme haben. Damit der sowas drauf haben kann. Ist doch viel zu schlank für sowas. So, von hier oben sind es gar nicht mal mehr so viele Fußgänger, ne? Da sieht man gar nichts mehr, die werden hier gleich ausgeblendet. Und stört's nicht, wir sehen anscheinend trotzdem, was wir sehen müssen. Denn uns werden jetzt die kleinen Mini-Missionen wieder auf der Karte angezeigt. So, hier müssen wir jemanden belauschen. Zweimal sogar. Na dann, wir wissen, was zu tun ist. Da. Okay, jetzt müssen wir nur noch eine Bank finden. Bank. Okay, dann keine Bank. Dann einfach von diesem Heuwagen aus. War er das? Nee, das war er. Nee, ich muss mich auf eine Bank setzen. Okay, suchen wir eine Bank. Ach, da ist eine. So. Jetzt aber. Die letzte Lieferung ist da. Gut, sorgt dafür, dass er weiß, wie schwierig es war, eine solche Lieferung auf die Beine zu stellen. Es ist nur Wein. Einige sind schwach im Glauben. Euer heiliges Buch sagt etwas zu diesem Thema. Ich glaube, lasset sie essen und genießen und von Hoffnung abgelenkt werden. Bald werden sie es besser wissen. Und nie zerstörten wir eine Stadt, ohne dass sie Warner gehabt hätte. Und was soll das bedeuten? Vergesst es. Kümmert euch um eure Dinge. Wie ihr wünscht. So, unser letztes Ziel. Der Händlerkönig bereitet ein Fest für. Okay, unser letztes Ziel in dieser Stadt war ein Waffenschieber. Und jetzt haben wir die Aufgabe, den Händlerkönig höchstpersönlich zu töten. Oh, wow, das hätte schief gehen können.
einfach mal durch eine Reihe von Wachen durchlaufen. Achtgläubige! Oh, das ist schief gegangen. Ich kann tatsächlich nicht davonlaufen, deswegen... Au. So, bloß einer, der sich beschwert hat. Von daher legen wir den um und laufen einfach weiter. Ach Mensch. War das der oder was? Es war halt nicht mal der. Ich habe den jetzt einfach aus Versehen angegriffen. Da, rein mit dir. Au. Uah. Die wollen mich alle packen. Aber bis jetzt hat es noch keiner geschafft, mich zu packen, ne? Uah. Was für ein Anblick. Ah, den haben wir jetzt nicht gesehen. Warten wir wieder. So. Jetzt haben wir noch einen. Der will weglaufen. Dann lassen wir ihm das. Uiuiui, da ist schon wieder ein neuer. Was ist hier geschehen? Ich habe keine Ahnung, wer das war. Ich bin nur ein guter Bürger. So. Ab zum nächsten Turm. Autsch. Geh da hoch. Noch. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Hier ist ein blöder Balkon. Hier kommen wir hoch. Oder auch nicht, doch. Nee, da ist auch wieder sowas. Ah, kommen wir von hier rüber? Ja, das können wir. Dann halt so. Ich bin nicht da. Ich bin gar nicht da. Ich bin nicht da. Hi, hi, wie geht's? Scheiße. Und er schmeißt uns runter und springt hinterher. Und es war nicht gesund für ihn, sich mit uns anzulegen. Erstmal hier den Turm hochgehen. Sind ja eh schon da. Hopp. Weiter, Alter, hier. So, nur noch da hoch. So, und eine Runde synchronisieren. Ja, schöne Aussicht. Richtig schöne Aussicht. Überall Wüste, überall Sand, überall Ödland. Berge. Ja, nee, gehen wir wieder runter. Retten einen Bürger. Der müsste hier auftauchen. Nee, belauschen wir erstmal, weil sonst sind wieder alle wach alarmiert und drehen durch und das wollen wir nicht. Ja. Wir müssten die belauschen, aber das ist schwer, wenn hier immer noch die ganzen Wachen rumliegen, die ich umgelegt habe. Wir müssen irgendwie zur Bank kommen, ohne dass es noch mehr werden und unsere Leute, die wir belauschen sollen, wieder davonlaufen. Wo bist du? Ich weiß, dass du hier bist. Ich bete nur. Was? Wer hat das? Jetzt setze ich mich hin. Sag es mir. So, können wir den von da aus? So, können wir. Wo bist du? Ich weiß, dass du hier bist. Euren Rat. Worum geht es? Heute Morgen. Ich habe die Laternen für das Fest aufgehängt. Und wo genau ist das Problem? Ich habe vergessen, das Gerüst abzubauen. Vergessen? Wo? Just vor dem Quartier des Händlerkönigs. Über dem Balkon. Was, wenn es fällt? Es könnte ihn verletzen. Jetzt ist es zu spät. Betet, dass es niemandem auffällt. Ihr könnt es morgen abbauen. Ein Weg führt hinauf zu den Gemächern des Händlerkönigs. Ja, danke für das Gerüst, ne? Danke, danke. Hast uns damit einen großen Dienst erwiesen. Dafür retten wir gleich noch einen Bürger. Vielleicht lässt der auch irgendwo was Nützliches stehen. Gleich rufe ich die Wachen. Oh, das war ja cool. Ui, da ist er. Eine Bürgerin. Euer Leben ist verwirrt. Ah.
mein Leben ist verwirkt. Jetzt haben wir die Frau auch noch getroffen. Sorry, Frau. Und nochmal, am Ende bringen wir sie noch um, die Arme. Au. Ach, noch zwei hier. Der ist weg, ist es nur noch einer? So. Der Herr sei jetzt aber. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Ah, da haben wir wieder so nützliche Typen. Die haben uns beim letzten nämlich wirklich geholfen. Die haben ihn einfach festgehalten. So konnte er nicht weiter davonlaufen. Und dann konnten wir ihn einfach anspringen. Und umlegen. Was ist hier geschehen? Jetzt laufe ich aber an den Wachen vorbei. Oh, Alter. Was machen die denn im Nobelviertel? Da. Der Herr ist mit uns, alter Mann. Was wollt ihr? Bitte tut mir! Oh. Das sah es wirklich so aus, als würden wir den auch noch schaffen. Hättest du wohl gern. Den halten wir fest und rein mit dir. Den halten wir fest und rein mit... Oh, da war ein blödes Fass. Egal, der steht auf und noch ein Versuch. Und jetzt. Danke, mein. So muss das sein. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Gehen wir schon mal wieder weg hier, nicht da stehen bleiben. So. Ab zum nächsten Punkt. Birke gerettet. Huhu, 3 von 10. Ja, einige gibt's hier schon noch. Bitte, eine kleine Spende. Ah, Entschuldigung, Mann mit Box. Wie kommen wir denn hier hin? Ist auf alle Fälle das Teil hier, ne? Irgendwo da muss es sein. Gehen wir mal hier lang. Alter, was ist denn das für einer? Wieso macht er das? Kommen wir hier hoch? Ich meine, eigentlich wäre das ja was zum Klettern. Nö. Dann hier hoch. Hilft dir nichts. Oh. Oh, jetzt schmeißt du uns wieder runter. Ernsthaft? Oh, Mann. Ihr werdet mir nicht entkommen. Au. Gehen wir wieder hier hoch. Was auch immer er da redet. Ich habe keine Ahnung. Jetzt schafft es nicht der hoch. Ich glaube, ich spinne. Ah, okay, legen wir die erst um, bevor wir hier noch mehr auf die Fresse kriegen. So, jetzt aber. Nein. Der ist weg. Der will sich auch mit uns anlegen. Au. Die können so einen komischen Ausfallschritt und dann greifen sie gleich danach an. Dann stürmen sie nach vorne. Wieso können wir sowas noch nicht? Wieso sind wir hier immer unterlegen? So, da irgendwo müsste der Turm sein. Gehen wir erstmal hier rein. Da ist er. Da sieht man schon. So, wie kommen wir hier hoch? Oh, den legen wir um, bevor er nervig wird. Ich will nicht ganz runterfahren. Ich will doch eigentlich bloß da drauf. Genau hierhin will ich. So. Wieso kann ich jetzt kein Messer werfen? Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht. Ich habe wahrscheinlich einfach keins mehr. Jetzt. Und der ist runtergefallen. Und da ist auch noch einer. Der ist auch runtergefallen.
Schon ist es vorbei. Ab zum Aussichtspunkt. Ja, also die Wachen sollen ja schwerer sein, aber sie machen es uns immer noch ziemlich einfach. Hopp, hier hoch. Hallo, da hoch. So, synchronisieren. Aha, da ist wieder unten ein Informant. Informant, das könnte wieder eine abwechslungsreichere Mission sein. Erstmal gucken, wie wir hier zu dem kommen. Kann man hier irgendwo reingehen? Da geht's rein. Friede sei mit euch. Ihr wollt sicher Informationen über die Stadt. Jetzt habe ich gerade keine Zeit. Ich muss einige Flaggen finden, die aus unserem Versteck im Nobelviertel von Damaskus entwendet wurden. Aber in dieser Hitze tragen mich meine Beine nicht mehr. Würdet ihr mir helfen? Kommt mit den Flaggen wieder und ich werde euch nach Kräften helfen. Wieder eine Zeitaufgabe für uns. Da mal eine Flagge. Und jetzt geht's hier hoch. Da haben wir welche. Doch. Stand doch schon da. Und weiter. Da lang. Hier haben wir wieder eine. Ui, jetzt haben wir eine vergessen. Und zwar die hier. So, hier hoch. Und wieder dran vorbei. Die schenken einem aber auch keinen Zentimeter, ne? Wir gehen ja schon. Ach. Blöde Flagge. So, dann hier noch die. Und wieder zurück zum Informanten. Ja, auch hier hatte man wieder reichlich Zeit. Da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Ihr seht, wir können hier noch gemütlich den Eingang suchen. Ich finde ihn nämlich gerade nicht. Da müsste er gewesen sein. Ja, wir sind vollkommen falsch gelaufen. Einmal ums ganze Haus rum. Da haben wir viel Zeit verloren. Und trotzdem schafft man es locker. Der Krieg wird sehr froh sein, diese Flaggen wiederzusehen. Ich frage mich, ob euch diese Information nützen könnte. Ich wurde von Abul auf eines seiner Feste eingeladen. Ich bemerkte, dass der Springbrunnen im Zentrum des Palastes leicht zu erklimmen wäre. Nutzt diese Informationen weise. Nun muss ich gehen. Bitte entschuldigt mich. Man kann auf dem Brunnen in der Mitte des Palasthofs klettern. Auch das wird uns nützlich sein. Dann geht's weiter hier lang. Nee, Moment, das ist sowieso markiert auf der Karte. Dann gehen wir hier hin und hauen auf dem Weg zum Bürger dem einen Typ noch auf die Fresse. Und dann sehen wir ja eh, was passiert, ne? Was der für Informationen für uns hat. So, hier lang. Der unsere Stadt und der hier Scheiße. Jetzt haut der Bürger natürlich auch ab. Das haben wir wieder. Das habe ich echt super, super hingekriegt. Autsch. Den sind wir auch los. Au! Sie treffen uns immer einmal und dann geben sie Gott sei Dank wieder Ruhe und sterben. Wow. Knapp. Du stehst nicht mehr auf. Au! Jetzt haben sie sich gegenseitig geschlagen. Autsch. Der hat es auch wieder mal geschafft.
Das werden nicht weniger, ne? Oder waren das gleich von Anfang an so viele? Oh Gott, jetzt ist da ein Templer auch noch. Au. Ist der hier noch? So, jetzt aber mal Ruhe hier, ne? Da ist ein Typ, den wir dann zusammenschlagen sollen. Zerstörung errettete. Er gab sein Gold, um uns satt und gekleidet zu sehen. Seine Männer schüren unsere Feuer, auf das uns warm wird. Seine Herzlichkeit kennt keine Grenzen. Alles, was wir besitzen, verdanken wir ihm. Der Händlerkönig sorgt für alle und jeden. Er erwartet keinerlei Gegenleistung. Lasset seine Großzügigkeit als Beispiel für uns alle dienen. Wir alle sollten danach streben, so zu sein wie er. Ja, das Problem für ihn ist natürlich, es ist kein Soldat mehr da, der ihn schützen kann. Das heißt, wir hauen ihm hier gleich auf die Fresse. Denn wir haben ja schon aufgeräumt. Und er haut uns auf die Fresse. Au. Ich rede. Ich habe keine Lust für ihn zu sterben. Sein Gold ist mein Leben nicht wert. Eine weise Entscheidung. Also, was wollt ihr? Ich muss mit dem Händlerkönig sprechen. Ha! Viel Glück! Er verlässt seine Gemächer so gut wie nie. Warum? Hat er Angst? Keine Angst. Hass. Er hasst sich selbst, ebenso wie das Volk, dem er vorgibt zu dienen. Sperrt sich in seinem Quartier ein, vor lauter Scham. Er kann sich nicht ewig verstecken. Nein. Diese Feierlichkeiten. Er kommt heraus, um zu sprechen, um auf das Volk herabzusehen. Für das Gemeinschaftsgefühl, denke ich. Aber nur kurz. Was ist mit ihm, dass er sich derart zurückzieht? Seht selbst. Und nun lasst mich gehen. Euch gehen lassen, damit ihr ihm sagt, wie mein Plan lautet? Ich sage kein Wort. Nein, ihr werdet schweigen. Ja, armer Kerl. Und sind die... Ach, der Bürger ist auch wieder da und will wieder gerettet werden. Mal schauen, ob das hier wieder so ein Mega-Gemetzel wird. Au! Diesmal haben wir es aber geschafft. So, du bleibst liegen. Nein, du bleibst liegen. So, den haben wir auch gleich gekriegt. So, der hier. Wow. Sah aus, als würde der uns jetzt angreifen. Hat er aber nicht. So, jetzt hier noch du. Bist schon wieder der Letzte. Da liegen nur noch tote Leute rum. Das ist ja unglaublich. War das der Letzte? Was für ein Gemetzel. Riskiere ich besser nichts. Und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Ja, und schon hätten wir Gelehrte gehabt, um ganz einfach hier reinzukommen. Tja, von der falschen Seite rein. Soll uns jetzt nicht weiter stören. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein bisschen Feedback da. Sagt mir, was hat euch gefallen? Wie findet ihr das Spiel? Findet ihr auch ein bisschen eintönig? Nichtsdestotrotz, es ist der Start einer genialen Serie. Ja, und ich hoffe, ihr schaltet dann auch morgen wieder ein, wenn es dann weitergeht. Bis zum nächsten Mal, euer Heisenbär.